Guten Tag, ich möchte Ihnen jetzt die dritte Kunst oder den dritten Aspekt von Deep Dating näher bringen. Der erste Aspekt in einem anderen Video erläutert ist, wie erstelle ich Augenhöhe. Das ist besonders wichtig, wenn Sie ganz ein attraktives Gegenüber haben und sich in dem Moment vielleicht nicht so attraktiv fühlen. Im zweiten Video, auch ein anderes Video, habe ich erklärt, wie die Kunst vom Zuhören funktioniert. Das ist sehr essentiell. Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen und die dritte Kunst erläutern. Die dritte Kunst ist die Kunst von, wie stelle ich eine Frage? Was interessiert mich wirklich an meinem Gegenüber? Oder anders, welche Fragen erzeugen Nähe oder erzeugen Beziehung oder erzeugen ein Verständnis von beiden Seiten? Mit welchen Fragen kann ich Beziehung herstellen oder Beziehung verstärken? Interessanterweise ist es nicht nur fürs Gegenüber interessant, sondern für mich auch. Und zwar, ob die Person letztlich für mein Leben interessant ist oder nicht. Also, wie frage ich? Die Fragen, die ich in meiner jahrelangen Beziehungsarbeit als die stärksten Fragen wahrgenommen habe, die Beziehung herstellen und verstärken können, sind Fragen von, wo willst du hin? Sie kennen das vielleicht am Stammtisch oder in der Bahn oder wenn wir Menschen treffen, erzählen wir oft, wie geht es dir? Der Amerikaner fragt, howdy, how are you doing, how did you do? Das sind so Fragen, wo bist du jetzt oder wo bist du gewesen? Das mag ganz spannend sein, aber es sind nicht die Fragen, die erhebend sind und sind nicht die Fragen, die Beziehung stärken. Die Frage, die Beziehung stärkt, ist, wo willst du hin? Zum Beispiel, wo willst du hin in Bezug auf Beziehung? Wo willst du hin in Bezug auf Wohnen? Wo willst du hin in Bezug auf deinen Körper? Oder wo willst du hin in Bezug auf deine Freude? Wo willst du hin? Was ist der Plan von dir, dass du es mit dir noch besser haben kannst? Dass du noch mehr Freude in deinem Leben kannst erleben? Oder mehr Beziehung kannst erleben? Das sind Fragen, wo sie schnell werden merken, dass sie in einer kurzen Zeit die Freude zwischen beiden Gesprächspartnern grösser machen. Das ist eine magische Frage und es sind auch die Fragen, die am wertvollsten sind, um immer wieder uns selber zu stellen. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Fragen, und das sind zwei Fragen, die Beziehung stärker machen oder die Freude grösser machen, wenn ich mit jemandem rede. Es sind die Fragen von, was kannst du gut? Oder wo bist du gut mit deinem Wesen? Die erste bezieht sich mehr auf Fähigkeiten, auf Machen, auf vielleicht etwas mit den Händen machen, vielleicht auf Fertigkeiten, die wir gelernt haben. Und die zweite bezieht sich mehr auf Wesenszüge. Bei der zweiten könnte es vielleicht sein, ich bin ein unglaublich geduldiger Mensch. Sie wissen, Geduld kann man nicht machen, aber wenn Geduld sich einstellt oder wenn ein Partner geduldig ist, das ist eine Wohltat. Auch Hingabe kann eine Wohltat sein. Hingabe charakterisiert man vielleicht mehr mit dem Weiblichen, aber bei uns Männern ist es genauso schön, wenn ein Mann in die Hingabe gehen kann, in der Arbeit, wenn er sich versenken kann. Egal, ob das Hecken schneiden ist oder programmieren, ob das Buchhaltung ist oder in der Küche etwas machen. Hingabe ist etwas vom Attraktivsten, was ich immer wieder höre von Frauen. Und die nennen es dann eher Passion auf Englisch oder auf Deutsch. Ist das so die Leidenschaft vom Arbeiten? Wenn ein Mann das macht, was er richtig gerne macht. Selbstverständlich ist es in der anderen Richtung genau gleich. Wenn ihr diese Fragen stellt oder wenn sie diese Fragen stellen und mehr Erfahrung in diesen Fragen bekommen, nämlich die erste, wo willst du hin in Bezug auf einzelne Aspekte oder ganz grundsätzlich, und die zweite zwei, was kannst du gut oder wo bist du gut, dann ist es interessanterweise so, dass all die Leidensgeschichten, Krankheiten, Verlust, all die Geschichten, die die Energie zwischen zwei Menschen nicht stärker machen, die nicht mehr Freude bringen, die bleiben weg. Ich habe eine Beziehung mit einer Frau, wo wir nie wirklich über unsere Vergangenheit geredet haben und die Beziehung wird mit jedem Tag schöner. Die Fragen, die sind magisch. Das war die Kunst vom Fragen im Deep Dating. Ich freue mich, Sie bald zu sehen und dann nachher können wir mit diesen Künsten und diesen Fähigkeiten spielen und sie vertiefen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.